Sind die drei zu fassen? Gestern fürchteten wir um ihr Leben, jetzt nehmen sie Selfies. Ich weiß nicht, ob ich noch mal wegen Linda weinen kann. Unsere Freunde sind definitiv alles andere als langweilig. Das kann man sagen. Na, wie hat mein süßer Kleiner denn geschlafen? Ich habe geträumt, Dad zieht ein und wir leben in einem Schloss. Ich werde ein Sandschloss bauen, damit du es sehen kannst. Willst du heute Abend zum Abendessen bleiben? Sicher? Ja, ich kenne dich. Du lebst bestimmt von Junkfood. Ein gutes, hausgemachtes Essen würde nicht schaden. Boah, ich würde alles geben für ein hausgemachtes Essen, ganz ehrlich. Das würde ich liebend gerne. Hallo? Ja, du solltest mich nicht mehr anrufen. Ich werde Joao helfen. Wir haben ausgemacht, nicht mehr zu reden. Du machst mir Ärger. Sorry, es ist dringend. Das Prozessdatum wurde festgelegt. Es beginnt in 2 Wochen. Ich weiß, dass es dir wichtig ist. Was soll ich tun? Ich traue mein eigenes Urteil nicht mehr. Tut mir leid, aber ein Neuanfang mit Cynthia ist keine gute Idee. Weder für dich noch für Joao. Das finde ich auch. Und ich denke, du machst was Ähnliches durch. Du versuchst sicher, wieder mit Linda zusammenzukommen. Tu's nicht. Eigentlich denke ich daran, nach Europa zu gehen. Oh, Europa? Was wäre denn gewesen, wenn Linda mit Rodrigo zusammengekommen wäre? Wären die auch in Europa gewesen oder wären das andere Szenen gewesen? Oh. Shit. Oh, jetzt habe ich was gespoilert. Entschuldigung. Hä? Ja, apropos. Scheiße. Ja. Er will nach Europa, alles klar. Hm? Ja. Und eine Jangada-Filiale zu eröffnen. Wäre das nicht toll? Klar, das ist eine tolle Idee. Aber mach es nicht mit Linda. Was er da sagt, naja, klingt so überzeugend oder auch wieder nicht. Ach je. Breche endlich aus dem Teufelskreis aus, sonst endest du wie ich. Ja. Was gibt's, Überlebende? Ich brauche etwas Frischluft. Wann bringst du mir die Kunst bei, die Welt in Atem zu halten? Du brauchst nur ein Heer von leidenschaftlichen Menschen um dich. Die kümmern sich um alles. Bist du sicher, dass das nicht du es bist, die leidenschaftlich ist? Das ist auch möglich. Ich hoffe, dieser Abschied ist nicht unser letzter. Machst du Witze? Wir haben noch viele Abenteuer vor uns. Ich habe viel gelernt. Und bin so dankbar, dass du mich betreut hast. Außerdem warst du die erste Frau, in die ich mich verliebt habe. Es tut mir leid, dass ich das nicht erwidern konnte. Vergiss es.
Die erste Liebe ist zum Scheitern bestimmt. Soul, ich brauche deine Meinung zu dem Videomaterial. Waren wir nicht schon fertig mit der Arbeit? Kommst du mit oder nicht? Alter, jetzt ist sie so komisch drauf. Ach ja, das scheint unser Abschied zu sein. Ist er das? Ich werde nach Europa gehen und dort mein Glück versuchen. Ich brauche eine Pause, du nicht? Ja, ich bleibe noch ein wenig hier und fliege dann nach New York. Also ist es ein Abschied. Sieht so aus. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass die Welt schön ist. Danke für den Rückblick. Was meinst du? Dein Badeanzug könnte eine andere Farbe haben, oder? Hast du mich deshalb von der Party weggeholt? Ich brauche dich für die erste Anprobe. Kam es mir so vor oder warst du eifersüchtig auf Linda? Ich glaube, genau das ist gerade passiert. Ja. Warum sollte ich wegen dir eifersüchtig sein? Hä? Also, das verstehe ich überhaupt nicht gerade. Ich mag den Badeanzug. Sind wir hier fertig? Ja, geh dich ausruhen. Danke. Ruf mich an, falls es noch etwas Dringendes gibt. Warte. Was war das denn? Was war das denn? Ich musste etwas verstehen. Nach was mein Mund geschmeckt hat? Ich wollte wissen, ob mein Männerproblem einen anderen Grund hat. Und was hast du herausgefunden? Dass ich nie akzeptiert habe, was mir wirklich gefällt. Ich bin stolz auf dich. Du hast es probiert und dich selbst gefunden. Willst du mir bei dieser Erkundung weiterhin helfen? Sag, dass ich das genommen habe. Sag, dass ich das genommen habe. Du willst mich wohl verarschen! Scheiß Vergangenheitsmatze. Manno. Selbst wenn ich mich diesen Gefühlen hingeben wollte. Du bist nicht dafür bereit und ich will nicht verletzt werden. Warum sagst du das? Ich habe meine Vorurteile aufgegeben, ja? Versteh das doch mal. Vor ein paar Tagen hast du gesagt, du liebst Bruno. Lou. In Ordnung. Das war zu schnell. Das Neue ist einfach aufregend. Vertiefe deine Identität weiter. Das ist das Wichtigste. Ich werde immer für dich da sein, wenn du mich als Freundin brauchst. Hilfst du mir auf diesem neuen Weg? Es ist dein Weg. Nichts kann dich definieren. Packst du deine Koffer, um nach New York zu gehen? Ja, aber ich fliege in ein paar Tagen. Ich hab's nicht eilig. Du bist frei wie der Wind. Oder bis der Flugzeugtreibstoff ankommt. Was? Ankommt? Tja, egal.
Egal, das machst du schon. Was willst du machen? Oder was wirst du machen? Ich gehe zurück nach Rio. Ich will Rita in der Nähe haben. Sicher, Rita braucht dich. Ich wollte meine Sachen holen, um im Hotel zu übernachten. Du musst nicht gehen. Hier ist genug Platz für uns beide. Soll ich bleiben oder soll ich nicht bleiben? Das ist hier die Frage. Theoretisch müsste er jetzt ins Hotel gehen, damit Marcia nicht weiterhin so traurig ist. Ja, also theoretisch müsste ich jetzt... Nee. Lass mal. Ich will lieber keine Verwirrung. Ich gehe ins Hotel. Wir werden uns in nächster Zeit sicher begegnen. Der Strand bringt uns immer zusammen, nicht wahr? Als ich hier einzog, hatte ich so viele Träume im Kopf. Der Traum war schön, solange er andauerte. Ich würde nichts daran ändern. Aber auch gar nichts. Tja, so ein Glück, dass diese Feiglinge dich in ihrem Leben haben. Und ich habe Glück, dass sie ein Teil von meinem Leben sind. Oh weh, sie und schwanger? Ihr zwei seid das Schönste, das ich je gesehen habe. Danke für dieses Geschenk und für das Leben, das wir aufbauen. Oder der Traum. Ich danke dem Publikum und der Liebe meines Lebens, Bruno Freier. Es ergibt mir alles. Liebe, Gefühle, Kunst. Was brauche ich mehr? Nicht wahr? Linda? Wovon hast du so intensiv geträumt? Von dem, was ich gewinne und was ich verliere, wenn ich gehe. Lass mich raten, Bruno und Rodrigo? Sie waren immer mein größtes Glück. Aber ich habe es verurteilt, weil ich nicht wählen konnte. Ich will nicht sagen, ich hab's dir gesagt. Aber ich verfolge dein Roman schon seit Jahren. Wähle einfach. Wähle. Und zwar jetzt. Was, wenn ich mich bereits entschieden hätte? Dann falle mit um. Was? Dann falle mit um? Und breche mir die... Dann falle ich um und breche mir die Hüfte. Plötzlich wurde es mir klar. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott, sag's mir, welcher ist es? Der will's natürlich gleich zuerst wissen, ne? Und dann rennt er wieder zu jedem hin. Es ist Bruno, es ist Rodrigo. Muss ich mich jetzt wirklich entscheiden? Oh nö, ich dachte, ich muss mich nicht entscheiden. Oh Mann. Ja. Die Frage ist ja, möchte sie wirklich schon ein Kind haben mit Rodrigo? Oder möchte sie lieber das machen, was sie schon immer konnte, singen? Und dann würde ich eher sagen,
sie hat es ja eigentlich immer gewollt, dass sie da berühmt wird. Und sie wollte ja immer, sie ist ja damals nach Rio gekommen, um zu ihrer Freundin zu gehen, zu Cynthia. Und dort hat sie halt einen Plattenvertrag bekommen. Von Pom Jangada. Oder hatte sie zuvor schon Plattenvertrag? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat sie dann dort ja leidenschaftlich weitergesungen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie ein Ziel, was sie haben möchte. Rodrigo, ich muss mal ehrlich sagen, Rodrigo hat Marcia. Das sage ich immer noch. Und wenn ich mich jetzt entscheiden muss, ich dachte echt, ich muss mich entscheiden, so wenn ich vor beiden stehe, und dann muss ich mich richtig entscheiden. Und wenn ich jetzt, ach Gott, ist das bescheuert. Wenn ich jetzt, stell dir mal vor, ich würde jetzt sagen, so, ich nehme jetzt Rodrigo, und dann muss ich mich zwischen den beiden Männern entscheiden, und ich nehme dann einfach Bruno. Dann habe ich ja draußen ja angelogen. Oh Mann, ey, das ist doch eine echte Scheiße gerade. Was mache ich denn jetzt? Eigentlich müsste ich eine Abstimmung machen, aber ich glaube, das hat sich eh schon gegessen. Vielleicht haben wir schon in den Kommentaren eh stehen, wen ihr hättet gewählt, aber ich muss mich ja jetzt anscheinend entscheiden. Oh Gott. Und da ich mich ja schon im Durchgang, den ich schon gespielt habe, entschieden habe, glaube ich nicht, wenn ich jetzt Rodrigo nehme, dass sich das, wenn ich dann die 14. Staffel anfange, sich ändert. Wir haben noch eine Folge vor uns. Und da kommt dann die Entscheidung. Die alles entscheidende Frage. Und deswegen werde ich mich jetzt und hier entscheiden. Ich weiß, ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, mach das nicht, nimm den anderen. Aber ja, keine Ahnung. Ich mache es einfach. Es ist Bruno. Es war immer Bruno. Mutter Gottes, wieso bin ich nicht schon früher drauf gekommen? Musik ist meine Seele. Ohne sie bin ich nichts. Hätte keine Liebe. Eben, das meine ich nämlich. Bruno half mir, mich selbst in meiner ganzen Fülle zu entdecken. Er vereint perfekt alles, was ich liebe. Mein Seelenverwandter. Ich werde verrückt. Mit ihm kann ich alle meine Lebenswege erkunden. Werdet ihr 7 Kinder haben und eine Band gründen? Bitte was? Alles, nur das nicht. Ja, danke. Also, was wirst du jetzt tun? Hoffen, dass er immer noch dasselbe für mich empfindet. Ja, das werden wir sicherlich in der nächsten Folge. Perfekt, danke. Ja, 2 Stunden davor am Flughafen. Okay. Bist du beschäftigt? Ich fliege früher, um an einem Festival in Frankreich teilzunehmen. Bevor du gehst, möchte ich, dass du mir ein letztes Mal zuhörst. Ein letztes Mal? Willst du sterben? Entscheidungen wie diese werden nicht zweimal getroffen. Linda, du machst mir Angst. Was willst du mir sagen? Dass ich dich liebe. Das habe ich von ersten Augenblick an. Seit dem Flughafen und Cynthias Hochzeit. Weil du so sanftmütig, furchtlos und witzig bist. Ein Mann voll von Lebensdurst und großen Träumen, der mein Leben zum Abenteuer macht. Ich kann nicht ohne dich. Heißt das, dass... Aber was ist mit Rodrigo?
Rodrigo wird immer in meinem Herzen sein, aber ich wähle dich. Das muss jetzt selbst Bruno erstmal verdauen. Toll. Toll. Ja, in der nächsten Folge. Damit hat sie sich ja quasi schon entschieden, aber wo ist jetzt das große Finale? Das kommt nämlich jetzt nächste Folge. Alter Schwede, ihr müsst unbedingt dranbleiben. Beziehungsweise, das müsste ja dann Dienstag kommen, oder? Oh, es wird so verrückt werden. Ich sag's euch jetzt schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder zur letzten Folge der 13. Staffel und dann starten wir ein neues Kapitel. Denn die erste Folge muss ich auch noch machen, dann habe ich nämlich für Freitag auch schon eine Folge. Ja, damit bin ich raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Linda Bond Detective Story. Ich bin damit raus, haut rein, bis dann und ciao.